Ah, Moment, erstmal einen Text lesen. Spring gegen die Wand und dann spring nochmal. Wenn wir natürlich den DLC haben, ansonsten geht's nicht. Oha, das kann ich mal. So einfach. Zu Walljumps kann ich mal eine interessante. Ach so, das geht einfach ohne Controller drücken, okay. Oh, Dark Zone. Was steht auf dem Schild? Du hast es geschafft, ohne Probleme. Ja, und es grüßt uns der Game Designer mit einem schönen Gruß. Oh mein Gott, ich mag so Dark Zones nicht. Ja, aber mal so zu Walljump. Ah, da ist ja dann schon so ein Schild. Ich lese es vor. Dieses Gebiet ist dunkel. Weil unser Art Director, also derjenige, der für das Level Design zuständig ist, gesagt hat, dass Silhouetten künstlerisch und trendy sind. Warte mal. Wie lesen wir diese Schilder? Wo wir doch kein Licht haben. Ja, das ist mal ein Safe-Ding. Ich gehe nochmal zurück, gucken, ob wir da hochkommen. Also zu Walljumps, ne? Bei der Dokumentation Indie Game The Movie kann man auch so einiges über Super Meat Boy erfahren. Und da wird dann gesagt, dass dann da, ja, Moment, dass dann da extra eine Mechanik eingebaut wurde für diese Walljumps. Denn ein ganz normaler Walljump ist unnatürlich, weil man gegen die Wand springt. Boah, das war knapp. Und dann mit dem Controller noch weiter rüber drückt gegen die Wand, um von da abzuspringen. Und das wäre dann natürlich wieder in die falsche Richtung. Also wurde dann eine Wall-Stickiness hinzugefügt. Mein Gott, ich bin zu dämlich dafür. So wurde dann eine Wall-Stickiness hinzugefügt, dass man einen Bruchteil einer Sekunde automatisch an der Wand klebt und dann von da aus weiterspringen kann, was halt dieses flüssige Gameplay dann ermöglicht. So, das war jetzt mal ein kleiner Fun-Fact von mir. Mein Gott, wieso... Aha. Den muss ich tiefer treffen. Moment. So. Okay, da auch noch hoch. Da gibt's das sicherlich. Hä? Ah. Ich schnetzel einfach mal drauf, vielleicht. Nö, geht nicht weiter. Aber hier geht's weiter. Die Silhouetten von Münzen einsammeln. Party! So, dann hier noch. Ah, da, ja. Ich glaube, jetzt haben wir hier alle abgegrast. Ja. Beautiful. Dann können wir hier weiter, wo der Checkpoint war. Moment. Ich gehe noch eben kurz zurück. Lest mal kurz unten. Also, dunkle Zone. Alan, bitte füge hier den Zonennamen ein. Alan, bitte füge hier eine Welt ein. Cool, das ist wahrscheinlich so ever repeating und dann kommt eine Wand, ja. War klar. Also praktisch ein Weg, ein Glitch in ein nicht fertiggestelltes Level. Vielleicht können wir uns dieses Level dann dazu kaufen per DLC, wer weiß. Wenn der Alan das dann irgendwann mal fertiggestellt hat. Hier sind wir wieder in der Cave Zone, da kommen wir auch hoch. Yeah! Mein Gott, wir sammeln gerade wieder Münzen ohne Ende. Kriegen wir sicherlich gleich noch einige schicke DLCs. Oha. Ah. Aua! Das Geräusch hört sich nicht. Ah! Und vor allen Dingen, wenn der zwischen den Beinen da landet. Das tut doch weh mit dem Geräusch. Ja, geschafft. So, schaffe ich es auch zurück. Yeah, Party. Ja, da unten war ich schon. Jetzt mal hier so. Nein! Komme ich da eigentlich hoch? Nö, da muss ich irgendwie anders reinfallen. Also auf ein neues hier. Zack, zack. Yeah. Da komme ich nicht lang. Da fehlt mir noch irgendein Shit für. Ah, jetzt wäre ich fast wieder drüber gelaufen. Aber nicht mit meinem Unterbewusstsein, das automatisch gestoppt hat.
Moment, da war ein geheimer Gang. Das war ja easy. Was kriegen wir? Oh mein Gott, Health Bar Pack. Das ist ja cool. Dann kriegen wir eine Lebensanzeige. Und da oben geht's auch nochmal rein. Das sehe ich doch genau. Nice. So, hier werden wir krepieren. Das sehe ich jetzt schon kommen. Aua. Egal, wir haben alle Dinge eingesammelt. Man könnte es auch schaffen, ohne drauf zu klatschen, aber ich halt nicht. So, erstmal oben, dann unten abgrasen. Oh, da wäre ich fast reingefallen. Partey, noch ein DLC-Pack. Parallax-Pack, okay, was bringt uns das denn? Parallaxe. Und hier unten können wir nicht durch. Ah, das ist genau das gleiche, was uns oben in der Dark Zone auch den Weg versperrt hat. Das gleiche Geräusch. Und was will er? Hi, ich bin Groove. Ah, er war mal ein großer Miner, ein großer Minenarbeiter hier. Dann hat er da dickes Business drin, dickes Geschäft. Das erklärt aber auch, warum du hier unten bist. Aber er baut nichts mehr ab hier. Na, also jetzt hat er ein großes Geschäft. Weltraum. Und Laser. Laser steht übrigens für Light Amplification by Stimulated Emission... Nee, Emitted Radiation. Oder irgendwie so ein Kram, Alter. Das weiß ich noch mehr oder weniger, ne? Physiker. Und als Mitglied der Deutschen Physikalischen Gesellschaft muss man sowas wissen. Lol. So, er sagt Piu Piu für Laser. Ja, kannst du mir auch irgendwie was Cooles geben, du? Oder bist du einfach nur so lasermäßig? Ah! Moment, ich möchte... Das können wir untersuchen und dann steht dann eine Spitzhacke. Mein Gott, das wollte ich ein Pickaxe sagen. Das sind so Sachen, die benutze ich halt auch im Deutschen so als Wörter. Wenn ich irgendwie Minecraft mit iTab oder so spiele, dann sage ich, ja, Pickaxe und bla. Ja, das verwendest du einfach so. Also, eine Spitzhacke hängt an der Wand. Man könnte damit diese komischen Steine abbauen. Tja. Wir können es nicht einfach nehmen. Das wäre gemein. Vielleicht später. Ist jetzt später? Nein, immer noch nicht. Dann müssen wir sicherlich noch irgendein Sei-Gemein-DLC für kriegen oder so. So, komm jetzt hier irgendwo raus. Gehe ich doch mal stark von aus. Ich möchte jetzt nicht zwingend so Backtracking-mäßig zurückgeführt werden. Wenn nicht so geil. So, da hoch und da haben wir schon grünes Zeug. Ah, die Villagers. Ah, hier sind wir jetzt bei ihm wieder. Ist ja cool. Nein, da muss ich doch auch irgendwie reinkommen. War ich da nicht schon mal? Ja, genau. Ah, hier nochmal ein Walljump-Tutorial, falls man hier zuerst hingeht. Auch gut mitgedacht vom Entwickler. Moment, kann ich vielleicht hier? Ein Schild! Dreh um! Große Gefahr befindet sich vor dir. Nö, ich möchte erstmal zurück und hier nach Dings gucken, nach irgendwelchen... Okay, da gibt's nichts. Ja, dann dreh ich doch nochmal vorher um und kauf mir die DLCs, die wir noch übrig haben. Wir haben Geld. Oder Gold. Blabla, gib mir alles. Ach nee, vorlesen vergessen. Ja, wenn ich ganz normal zocke, dann kaufe ich so einen Kram natürlich einfach nur. Und zwar war das, was war das? Health Bar Pack. Jeder Held braucht eine Dafuk. Braucht auf jeden Fall eine Health Bar, also eine Lebensanzeige, und er braucht mehrere Herzen. Eine kleine Anzeige tut da nicht weh. Wunderbar. Und dann das Parallax Pack. Wow. Parallax Scrolling, oh mein Gott. Der Background, also der Hintergrund, bewegt sich jetzt mit. Für einen tiefen Effekt. Es ist subtil. Oh mein Gott. Magic. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Gut, dass die eine Beschreibung hatten, sonst wäre ich da nie drauf gekommen, was dieses Ding gemacht hat.
So, jetzt ist also hier die Gefahrenzone, da springen wir eben so easy drüber. Das war jetzt... Wow! Okay, war gescriptet. Ich dachte schon, ich falle runter. So, der Schäfer sagt, Spieler, hä, der Schäfer ist doch tot. Wir haben noch sein Grab begutachtet. Schäfer? Guck mal, der Shepard. Sie leben noch? Ich mach grad nichts. Der macht hier grad random Shit. Ich habe gehört, dass die Kreatur sie getötet hat. Ich dachte, sie sind tot. Ach, nein, nein. Genau das Gegenteil ist der Fall. Warte. Steckst du vielleicht hinter den ganzen verschwundenen Leuten? Bist du's schuld? Vor einiger Zeit vielleicht. In einem anderen Spiel. Aha, okay. Moment, jetzt muss ich nochmal... Das ist ja nur neu vorlesen. Vor einiger Zeit. Vielleicht in einem anderen Spiel. Hast du meinen Schaf getötet? Woher weiß der das? Ich habe dich darum gebeten, ihm nicht weh zu tun. Ich habe sogar ein Schild gemacht. Jetzt werden du und alle anderen den Preis dafür bezahlen. Bereite dich vor, um zu sterben. Zu sterben durch die Hände des Zombie-Schafs. Naja, nicht Hände, sondern Hufen. Aber ist ja egal. Wenn wir dieses Schaf töten, kommt es zurück. Ist das nicht toll, dass so ein Zombie-Schaf immer wieder wiederkehren kann? So, genug geredet. Zeit zu sterben. Spieler. Okay. LOL. Ha. Ha. Schafe können nicht hochklettern. Ha. Ihr seid keine Bergziegen, ihr seid nur langsame, lahme Schafe. So, ich warte, bis jetzt alle da sind, dann renne ich weg. Moment. Moment. Schnell weg. Wow, das waren doch nicht alle. Okay, wir haben irgendein DLC-Shit gekriegt. Schnell weg hier. Jetzt würde mich aber doch gerade mal interessieren, wenn wir in einem anderen Spiel sein Schaf nicht töten, ja? Ist dann dieses Spiel anders? Haben wir hier so Entscheidungsmöglichkeiten? Oder gehen die Entwickler einfach davon aus, dass jeder irgendwann mal ein Schaf tötet? Oha, 130 kostet das. Haben wir sogar. Gut. Hätte ich sicherlich auch da gucken können, ne? Ja klar, steht doch da. Yorkcoin 200. So, Harmless Plants Pack. Pflanzen. Welchen Nutzen können Pflanzen haben? Tja, mal schauen. Ich würde immer sagen, Plants vs. Zombies wäre eine Möglichkeit. Ich würde viel lieber mal die Axt von dem einen Kerl da unten haben. Moment, wo war das dann runter? Hier irgendwo, ne? La 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 la. Okay, so geht das nicht, dann so. Aha. Ich trottel. Na egal, fallen wir nochmal hier runter. Ach nee, jetzt nicht wieder der gut, nicht der komplette Text. Dolly sagt bah, bah. Dolly, das Klonschaf. Brains. Gehirne. Warte. Aha, willst du nicht eher diese Pflanzen haben? Nein, sagt der Schäfer, beziehungsweise der Shepard. Ich nenne ihn einfach Shepard, das ist Commander Shepard. Aber wer hätte daran nur denken können, dass Pflanzen Zombies in die Flucht schlagen können? Oder, um es anders zu sagen, gegen sie antreten können? Ich meine, es ist schon irgendwie dämlich, wenn man darüber nachdenkt. Warte. Komm schon, Spieler. Ha, er ist tot. Ich weiß nicht, ob das Spieler normal ist oder ob ich nicht irgendwo hätte Tropfdor eingeben können.
Aber ist egal, wir sind einfach Player. Shepard ist tot. Yeah, Awardment unlocked. My favorite Awardment. Developed by Going Loud Studios. Design, Programming and Art, Ben Kane.